Rainer, was geht ab? Herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal mit mir, euren Relaxus, und herzlich willkommen zurück zu Jump Force. Es ist schon übelst lange her, seitdem ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt habe. Und jetzt kam ja ein Update vor kurzem. Update hier, Freunde, Update. Und zwar gibt es zwei neue spielbare Charaktere, und zwar einmal Galena und einmal Kane. Und ich glaube, beide dürften von Dragon Ball Sets sein, wenn ich das richtig weiß. Ich bin mal gar nicht sicher, ob die von Dragon Ball... Doch, ich glaube, die sind von Dragon Ball Set. Und die benutzen wir heute einfach mal. Einmal Kane, einmal Galena und den dritten... Ja, komm, einen guten, einen sehr guten, mit dem ich gut spielen kann. Ich kann ja mit Sasuke sehr gut spielen in dem Spiel, aber auch mit Boruto. Soll ich Boruto nehmen? Boruto oder Sasuke? Ja, ich nehme Sasuke. Und dreimal zufällig, bitte. Dankeschön. So. Auch eine zufällige Map, bitte. Dankeschön. Geil. Vom Namen her kenne ich hier keine Sau. Außer Sasuke, Kane und Galena. Aber ich bin mal gespannt, wie es läuft. Madara! Okay. Let's go. Ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Das? Wie geht das nochmal, das Spiel? Zack, zack. Wie lade ich den nochmal auf? Ja, ja. Okay, so Block. Ja, genau. So Block ich auf. Okay. Und wie lade ich meine. Ah, okay, okay. Ich bin wieder da, ich bin wieder da. So, nein. So, jetzt ist mal Galena dran. Oh, das gefällt mir gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, das habe ich noch nie gesehen vorher. Ja, komm, komm. Alter! Was ist das für ein Kerl, Alter? So, der erste ist K.O. Okay, ging schnell. Hallo, hallo, hallo! Alter, ich kann nichts machen! Was ist denn das schon wieder? So, jetzt ist mein Sasuke wieder da. Ah, scheiße, der blockt! Der blockt! Jetzt geht doch. Come on! Renn hin! Ah, scheiße, zu weit! Nein, nicht getroffen! Alter, ich kann nichts machen, ey! Boah, der rennt volle Kanne in mein Chidori rein, das finde ich gut. Das finde ich gut. Komm schon, Amaterasu! Oh fuck. Komm nochmal, Chidori! Jawoll! Jawoll! Gefällt mir! Ja! Nein, der blockt schon wieder! Komm, ich hab ihn gleich besiegt! Jetzt habe ich ihn besiegt. Okay, Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man kommt wieder rein ins Spiel. Man kommt definitiv wieder rein. Ja, mit euch beiden werde ich mich vielleicht doch anfreunden. Irgendwie.
Levelaufstieg bei Kane und Galena. Mega. Gut, eine Partie würde ich sagen, spielen wir noch und ja, mal gucken. So, also, wir hatten jetzt Kane, Galena und Sasuke. Und jetzt benutze ich mal meine Elite-Einheit, nämlich einmal Son Goku, dann einmal Boruto. Und eigentlich wäre der dritte im Bunde wieder Sasuke, aber ich habe in letzter Zeit sehr viel One Piece geguckt tatsächlich auch und ich würde gern mal mit Zorro wieder spielen. Weil mit dem habe ich mich auch noch nicht so angefreundet, muss ich sagen. Ja, mit dem habe ich mich auch noch nicht so angefreundet. Deswegen gucken wir mal. Kakashi, du dreckiger Verräter. Es war mir so klar, dass der gegen mich kämpft. Ich wollte nämlich doch auswählen gerade vorhin, aber hab's dann doch nicht gemacht. Das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Also. Wieso hab ich Boruto? Ach du Scheiße! Ach Scheiße, hat sein Shuriken geworfen. Ah nein, der hat abgewehrt. Der hat abgewehrt. Nein! Der kleine Boruto möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Jawohl, gefällt mir. Das gefällt mir. Ah, das fetzt! Nochmal die Boruto-Bombe, jawohl. Ah, scheiße, voll in das Shuriken reingerannt. Aber immerhin, die Explosion vom Rasengan war geil. So, jetzt kommen wir mal zu Zorro. Den habe ich so selten gespielt. Ah, scheiße, falscher Knopf gedrückt. Scheiße, sieht das geil aus. Ja, okay, okay, okay. Ich hab's doch gecheckt, Mann. Yes. Ich warte eigentlich nur darauf, bis ich diese Wutattacke einsetzen kann, weil ich glaube, dann werde ich zum... Jetzt! Nein! Nein, 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 nein! Jetzt, jetzt, wer zum Super Saiyajin, bitte! Ich verstehe diese Wutattacke nicht ganz. Jetzt, come on! So, jetzt wieder Boruto am Start. So, jetzt ist eigentlich nur noch eine Attacke, dann ist der Gegner auch platt. Yes, boah, das sieht so geil aus. Das sieht richtig geil aus. Ich stehe richtig auf diese Attacke, also ich feiere das so. Ja, was, wenn du dieses Rasengan bei Boruto machst, weil der kann das Rasengan noch nicht so gut wie Naruto. Dann taucht das immer wieder auf, verschwindet, taucht wieder auf, verschwindet, taucht wieder auf.
Und dann explodiert das irgendwann. Und wenn du richtig nah am Gegner dran stehst und die Explosion dann auch noch kommt, dann sieht das richtig geil aus. Deswegen feiere ich das so heftig. Finde ich tatsächlich ein bisschen geiler wie bei Naruto tatsächlich. Aber, ja, richtig, richtig geil. Richtig geil. Okay, meine lieben Freunde, ich bin raus für das Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, fürs Zuhören und alles andere auch. Für mehr von Jump Force, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne einen Kommentar oder ein Abo da. Und dann sehe ich dich und euch da draußen nächstes Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, haut rein. Euer Relexus.